2019 auf der prachtvollen Strecke von Monza am Fluss Lambro, wo gleich das Hauptrennen beginnt. Freuen Sie sich. Die Ingenieure checken noch ein letztes Mal die Boliden. Also sehen wir uns die Startaufstellung für das Rennen an. Nicolas Latifi startet von der Pole Position. Und Guan Yu Zhou ist auf Position 2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Mazepin. Und ein Charou. Luca Giotto. Und Deletra. De Vries. Sette Camara. Matsushita. Dorian Boccolacci. Aitken. Eilert. Mahavir Raghunathan. Und Hubert. Calderon. King. Schumacher. Und Giuliano Alesi. Boschung. Und Sean Gelael komplettiert die Startaufstellung. Und damit herzlich willkommen zum zweiten von drei Rennen in dieser Formel 2 Saison. Das letzte Rennen haben wir ja gewonnen als erster. Und ja, wir sind jetzt hier in Italien, in Monza. Und es geht los. Wir starten wie immer auf Platz 4 und gucken mal, ob wir hier direkt vielleicht vorbeikommen. Die ziehen aber schon ganz gut weg, aber wir kommen gut ran. Und ja, oh, sehr schön. Wir kommen hier sehr gut vorbei und starten. Gehen direkt hier mal in Führung. Wir haben 8 Runden vor uns. Mal gucken, wie es laufen wird. Sind schon mal wirklich sehr gut hinter. Über eine Sekunde sind wir schon hinter uns. Also es läuft schon mal gut. Ich habe so das Gefühl, dass das ein bisschen zu einfach zurzeit noch ist. Ich werde die Schwierigkeit noch mal ein bisschen hochstellen. Aber werden wir dann sehen. Und ich würde sagen, ich höre mal wieder auf zu labern. Ihr sollt das Gameplay hier genießen. Und ja, ich hoffe mal, wir werden wieder gewinnen oder einen guten Platz zumindest rausschlagen, damit wir vielleicht sogar Formel 2 Weltmeister werden. Wäre natürlich nice. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß. Es war ein starker Start. Gut gemacht. Vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen.
bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 9,2 Sekunden.
vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Und wir sind jetzt hier auf der Zielgeraden, karierte Flagge, und wir sind im Ziel. Und wir gewinnen den Grand Prix von Italien. Wir machen wieder den ersten Platz. Fahrer des Tages ist Jordan King. Oh ja, wir gewinnen hier das zweite von drei Rennen. Nice. Das war's mit dem Rennen und dem fantastischen Sieg für Charou. Es ist Zeit für die wohlverdienten Feierlichkeiten. Es mag eines der neueren Teams in der Formel 2 sein, aber Charous hat mit seinem Sieg gezeigt, dass es ein ernstzunehmender Gegner ist. Das hat das Team wirklich gut gemacht. Und hier sehen wir unsere Punkte. Wir bekommen wieder 27 Punkte, 25 für den ersten Platz und nochmal 2 für die schnellste Rennrunde. Und ja. Läuft ganz gut hier und wir gehen jetzt ins Interview. Let's go. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Wie denken Sie über Ihre Leistung heute? Ich würde sagen, ich bin Perfektionist. Sie sind immer noch im Rennen um die Meisterschaft. Wie sehen Ihrer Meinung nach Ihre Chancen aus? Ja, es gibt viele Fahrer, kann man noch nicht sagen. Dass Sie am Ende der Saison in die Formel 1 wechseln. Können Sie dazu was sagen? Ich konzentriere mich noch auf diese Saison. Wenn es etwas zu verraten gibt, verrate ich es. Danke für den Kommentar. Und das war's auch schon mit dem zweiten von drei Rennen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Abu Dhabi.